Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Ori and the Blind Forest, wo wir hier irgendwie so an so einem... Oh, verdammt. Ah, jetzt haben wir das Ransaugen von den Skills. Oh Gott, wie kommen wir denn da hoch? Muss ich um die Ecke springen? Was? Im Ernst? Oder kann man hier drauf? Ach so, ich kann das hier schieben. Kann ich nur ziehen? Nee, so. Den Stein habe ich jetzt gar nicht so sicher gesehen. Was haben wir hier? Wind, oder? Nee. Yay, Walljumps. Ich finde, das macht für mich so ein Jump'n'Run aus, wenn man... Oh mein Gott. Wenn man Walljumpen kann. Oh, 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 oh. Sehr gut. Schneller, Ori. Gut, dass wir so klein sind. Okay. Und da ist der zweite Schlüssel. Wow, da müssen wir doch eigentlich hochkommen, oder? Yes. Sehr schöne Musik hier übrigens wieder. Hier haben wir einen Hebel. Ah, das war das, was wir am Anfang gesehen hatten. Jetzt können wir hier rüber. Oh, 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 oh. Was? Was hat uns denn da denn jetzt getroffen? Ach, hatte diese Kugel geschossen oder wie? Was haben wir hier? Zum Kartenstein bringen. Wo war der denn jetzt nochmal? Wir haben doch hier irgendwo eine Map. Da. Tja. Was ist denn? Was ist denn das da unten? War das hier die Tür? Ach nee. Das ist, glaube ich, unser letzter Speicherpunkt immer. Wir können eigentlich gerne nochmal einen neuen setzen. So. Wir haben ja genügend Power. Aber jetzt bin ich doch mal gespannt. Ich glaube, der war ganz... Irgendwo ganz rechts war der. Oder war der... War der da unten? Ah, gut, dass es hier noch nicht so weit ist. Aber ich glaube fast. Ah, genau. Und jetzt? Ah, wir sehen jetzt, wo die Karte weitergeht. Das ist natürlich super. Aber nur ein Teil. Gut, dann würde ich fast sagen, folgen wir der Karte mal. Ein bisschen Anlauf. So. Mal kurz schauen, wo wir jetzt hier genau lang müssen. Okay, links, rechts oder nach oben. Ich denke mal aber, dass wir jetzt hier lang müssen, um in den neuen Bereich zu kommen. Einmal die Teile rein. So. Ich denke mal, dass wir da hinten nur runterfallen können. Und hier müssen wir, glaube ich, nach oben dann. Irgendwie sieht das gemeiner aus. Was haben wir denn hier? Ah, na toll. Ja. Können wir das abwehren? Wow. Ja. Nein. Verdammt. Oh, das war knapp. Den ersten Schlüssel haben wir. Ich habe jetzt hier meinen Speicherpunkt. Jetzt wollen wir nur noch ein Herz haben. Boah, hat jetzt gerade ernsthaft langsamer geschossen. So. Verdammt. Wow. Nein. Da dran. Oh Gott.
Puh. Ist hier oben auch noch mal irgendwas? Ich hab so ein bisschen das Gefühl. Ha. Was ist das denn? Ach, da müssen wir einfach Energie hinbringen. Und da unten ist auch noch irgendwie so eine Energiezelle. Ach, wir brauchen also insgesamt 5 Energiezellen. Okay, wir können das also nicht anspeichern. Wie kommt man da unten hin? Hm. Ich guck mal auf der Map. Der Raum ist anscheinend komplett getrennt von allen anderen. Oh, ich glaube, hier sollte ich nicht lang gehen. Uah. Ja, wir müssen anscheinend wirklich hier nach oben. Hier durch. Dann haben wir den nächsten Schlüssel. Können wir hier auch nach oben eigentlich wieder? Ja, perfekt. Oh Gott. Na doch, komm, schieß schon endlich. Okay. Ha, da kommen die guten alten Mega Man Wall Jump Skills raus. War, glaube ich, finde ich, eins der ersten Spiele, wo das dann so losging mit dem. Oh Gott. Ich muss ehrlich sagen, für den Anfang verlangen die ganz schöne Wall Jump Skills hier. Also. Holla, die Waldfee. Wie passen dazu? Okay. Was haben wir hier noch? Wow, okay. Also jetzt müssen wir anscheinend die 3 Teile sammeln. Wasser, Wind und Feuer oder Erde, denke ich mal. Feuer. Okay. Das heißt zuerst zum Wasserelement.
Okay, hier können wir speichern. Oder? Schauen wir mal direkt auf die Map. Also, das ist die Frage, dass wir da nach oben können, wäre jetzt auch eine Option. Ich kann mir überlegen, ob ich nicht vielleicht einfach mal hier speichere. Und dann mal schaue, ob wir nicht da hoch können. Kommt mir so vor, als wären da noch ein paar Sachen, die wir brauchen könnten. Wir haben ja dann hier gespeichert, dann könnten wir uns theoretisch dann einfach wieder zurückporten. So, einfach mal kurz. Oh. Mal kurz durch. Oh. Nein. Ach, wir können ja einfach nur nach unten drücken. Okay. Das heißt, hier müsste es jetzt irgendwo nach oben gehen. Hier direkt über uns, genau, das ist, was ich gedacht habe. Da kommen wir nicht hoch. Da. Wow. Hier kommen wir auch nicht hoch. Aber hier vielleicht. Okay, aber hier geht es tatsächlich auch nicht hoch. Dann haben wir ja nur noch die Option gegenüber. Genau, und da kommen wir auch nicht hoch. Gut, dann werde ich jetzt kurz zu dem Speicherpunkt zurück. Das machen wir am schnellsten, indem wir einfach hier kurz ins Wasser springen, denke ich mal. War hier nicht irgendwo Wasser? Genau, hier. Die Abkürzung nach oben genommen. Dann haben wir nämlich keine andere Wahl. Oh ja. Hahaha. Dann gehen wir hier erstmal nach unten. Wow. Ah, verdammt. Der hat uns jetzt ein bisschen viel Schaden gemacht. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir hier oben angekommen. Ich denke mal, wir müssen auch erstmal hier nach unten. Da kommen wir auch nicht durch. Ah. Bekommen wir da eine neue Fähigkeit? Okay, wir können jetzt also aufladen. Cool. Hier, und hier unten kommen wir aber auch nicht hin. Da müssen wir dann irgendwie, glaube ich, von unten hinkommen. Mist, jetzt könnten wir... jetzt könnten wir da drüben weiter. Aber da denke ich mal, kommen wir jetzt auch von oben hin. Was ist denn das? Müssen wir das auch so zerstören? Wow, es gab ordentlich welche. Okay, können wir da rüber? Ja. Erstmal hier nach oben. Jetzt können wir nämlich oben weiter. Aber trotzdem gucke ich jetzt erstmal hier nach unten. Sehr gut. Können wir uns nämlich hier eine Abkürzung holen. Und wir können nicht nur einen Speicherpunkt setzen, sondern auch direkt mal einen neuen Punkt packen. Vergrößere den Radius und den Schaden. Hm. Was haben wir hier? Wieder erwecken. Das brauchen wir derzeit eigentlich noch nicht. Seelenverbindung können wir ja gerade sowieso noch nicht. Auf der Karte erscheinen, okay. Hm.
Ich glaube, ich skill erstmal hier weiter. Ich bin mal gespannt. Ja, das ist ein ganz schönes Stück größer. Mal schauen, da drüben kommen wir jetzt nicht weiter. Da müssen wir hier wirklich nach oben. Ja, genau, hier lang. So, das hier haben wir jetzt gerade nach unten bekommen. Oh, oh. Na komm. Jetzt haben wir schon das Ransaugen geskillt und... Okay, da drüben kommen wir auf keinen Fall hin. Der Sprung ist definitiv zu weit. Wow, 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 verdammt. Ich wollte doch gar nicht... Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh nein. Ah, gut. Gut, dass ich gerade eben gespeichert hatte. Das hat mich echt überrascht, muss ich sagen. Dass das so viel aushält, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Oh, ist schon ein echt tristes, düsteres Gebiet, in dem wir hier sind. Okay, jetzt kriegt das aber wieder, dieser Stachelball da. Wow, wow. Das ist ganz schön schwer, weil das so wackelt. Diese kleinen auch noch dazu. Und ich muss sagen, hoch können wir ja nicht. Oh, schon wieder. Ah. Ich verstehe. Aufladen war der Trick dabei. Damit habe ich direkt alle anderen wegbekommen auch noch. Ja. Oh. Gibt es hier riesige Spinnen? Weil das sieht irgendwie danach aus. Da geht's nach unten. Kann ich hier einen Speicherpunkt setzen? Ich kann gerade sowieso keinen Speicherpunkt setzen. Oh Gott. Nein. Ich sollte nicht einfach überall runterspringen. Aber sollte ich da überhaupt runterspringen? Ah, sorry, dass ich das jetzt direkt nochmal machen muss. Ich bin zu neugierig in puncto von Bereichen erkunden. Das sehe ich jetzt schon ganz klar. Dafür aber sind wir jetzt hier wahrscheinlich deutlich schneller. Genau. Denn ich habe dazugelernt. Okay, einmal direkt aufladen und... Oh. Nein. Warum? Warum kann ich dann den nicht detonieren? Habe ich gerade keine Energie oder... Ach Gott. Das Detonieren kostet Aufladungspunkte und ich hatte keine mehr. Ja, gut. Warum stelle ich mich gerade so doof an? So, okay. Das will ich jetzt auf jeden Fall aber noch machen, bevor wir uns erstmal bis zur nächsten... Nein! Folge verabschieden. So. Dann mache ich das nämlich hier direkt bei dem hier nicht. Brauche ich ja auch nicht unbedingt bei dem hier. Ach, der hat einen ganzen Energiepunkt drin. Echt. Diese Viecher, mit denen werde ich keinen Spaß haben, das sehe ich jetzt schon. So. Genau. Das denke ich mal, müssen wir nach unten fallen lassen, damit wir dann nach unten können. Jetzt habe ich es gerafft. Dann mache ich hier eine Pause, speichere erstmal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also dann. Ciao, ciao.